Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist David und ihr seid auf dem kreativen Fotokanal David Cray. Heute geht es um die aktuellsten Fotonews. Mit dabei, die digitale Fotografie soll auf den absteigenden Ast sein. Was da genau dran ist, werden wir gleich erfahren. Dann hat Twitter ein neues Update herausgebracht mit neuen Funktionen. Es gibt wieder neue Kameras, es gibt wieder neue Updates und all das und viel mehr, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Die digitale Fotografie soll auf den absteigenden Ast sein. Laut den Verkaufszahlen hat die digitale Fotografie ihre besten Zeiten hinter sich. Die Nachfrage der Analogfilme ist enorm angestiegen und setzt mit dem unverfälschten und unkorrigierten Bild einen komplett neuen Trend. Analogbilder garantieren eine gewisse Authentizität, die eine digitale Fotokamera niemals erreichen wird. Des Weiteren fotografiert man viel bewusster, weil man mit einer Analogkamera viel weniger Bilder aufnehmen kann als mit einer digitalen Kamera. Was haltet ihr davon? Ich finde die Analogfotografie sehr, sehr spannend und würde dazu gerne mal ein Videotutorial machen. Lasst es mich einfach mal wissen, schreibt mir unten einfach in die Kommentarleiste, ob euch das interessiert oder nicht. Und dann gibt es demnächst vielleicht ein schönes Video mit der Analogfotografie. Das bin übrigens ich. Sony hat eine neue spiegellose Vollformatkamera vorgestellt und zwar ist es die Sony A7S mit 12 Megapixeln. Die Kamera soll sehr rauschfreie Bilder liefern und über Umwege sogar 4K-Movies aufzeichnen. Endlich ist es soweit, Lightroom Mobile ist für das iPad erschienen. Alle Kunden der Creative Cloud können sich die App jetzt kostenlos herunterladen. Später soll es natürlich auch für das iPhone erscheinen und natürlich auch für Android. Mit dieser App könnt ihr mobil eure Bilder bearbeiten, das war nicht ganz so ausgereift wie in der Desktop-Variante und ihr könnt eure Bilder auch noch mit der Desktop-Version synchronisieren. Finde ich richtig cool, den Link zur App findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. In anderen sozialen Netzwerken schon längst Standard, in Twitter nun endlich integriert. Ihr könnt jetzt beim Foto-Upload bis zu 10 Personen gleichzeitig auf ein Bild markieren. Der Werbefotograf Adrian Bischoff hat sich was ganz cooles einfallen lassen. Mit sehr starken Punktscheinwerfern beleuchtet er Berge bei Nacht und erzielt bei bekannten Kulissen eine völlig neue Ansicht. Seine Werke könnt ihr euch auf seiner Webseite genauer anschauen. Der Hessische Rundfunk hat Adrian Bischoff auf einer seiner Fotosessions begleitet. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. HTC hat eine neue Version des HTC One vorgestellt. Das Besondere am Smartphone ist die zweite Linse für die Tiefeninformation. Somit könnt ihr im Bild nachträglich die Unschärfe verlagern, was aber im Test nicht immer überzeugte. HTC verbaut ja eine 4,1 Megapixel Kamera mit Ultrapixel Technologie. Dennoch kann die Kamera mit aktuellen Kameras nicht mithalten. Das sogenannte One M8 könnt ihr ab sofort im Handel erwerben. Die ultimative Actionkamera in Aktion. Der Fotograf und Journalist Jonas Ginter hat ein atemberaubendes 360-Grad Video mit 6 GoPro Extreme Kameras aufgenommen und daraus ein sphärisches Panorama-Video erstellt. Nach mehreren Anläufen und verschiedenen Konstruktionen ist letztendlich ein sehr aufwendiges und gelungenes Video entstanden. Das gleiche lässt sich natürlich auch mit ganz normalen Fotos machen. Lasst es mir einfach wissen, schreibt mir einfach unten in die Kommentare, ob sowas euch interessiert und dann werde ich dazu auch mal ein Video machen. Den Link zum Video findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Canon hat für alle Einsteiger eine kostenlose EOS Begleiter-App veröffentlicht. Die Android- und iOS-Version zeigt euch ganz einfach, wie man typische Einsteigerfehler vermeidet und gibt euch ganz hilfreiche Tipps, wie man richtig fotografiert. Die App ist zwar für die Canon EOS 1200D konzipiert, dennoch sind die Grundregeln und die Einstellungen und die Tipps so allgemein gehalten, dass ihr die natürlich auch mit anderen Kameras verwenden könnt. Die Webseite Canon Watch berichtet, dass der Hersteller Canon womöglich eine 45 oder sogar 75 Megapixel Kamera veröffentlichen wird. Was ich ganz interessant finde, die neue Kamera soll angeblich auf diesen herkömmlichen Biofilter für die Farbinterpretation verzichten. Das könnte somit zu einer deutlichen Anhebung der Bildqualität führen. Ich bin gespannt. Das könnte der Gnadenstoß für alle Kompaktkameras werden. Laut Gerüchten soll Samsung in den nächsten Monaten ein Samsung Galaxy S Zoom veröffentlichen. Das High-End-Smartphone ist mit erstklassiger Kamera ausgestattet, die mit 20 Megapixel fotografiert und einen 10-fach optischen Zoom hat. Der Vorgänger war eindeutig ein Flop, der Nachfolger könnte einiges richtig machen. Das war auch schon die letzte News für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr auch mal ein Video in Richtung Analogfotografie oder zu dem Thema sphärisches Panorama sehen wollt. Wer jetzt noch Lust hat, ein weiteres Video von mir anzuschauen, für den habe ich noch zwei Vorschläge. Zum einen habe ich ein ultrascharfes Nachtfoto erzeugt. Wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Und im letzten Fantastic Photo Facts Video ging es um ein Selbstmord-Selfie auf Instagram. War auf jeden Fall sehr, sehr berührend. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Im nächsten Video geht es dann wieder um Fantastic Photo Facts. Mal schauen, was da wieder reinkommt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Die digitale Fotografie stirbt aus.